Ja, hallo liebe Motorsportmagazin.com-Leser und vielmehr Zuschauer jetzt. Wir melden uns mal wieder zurück mit jeder Menge spannender Informationen aus der Formel 1. Ja, die ganzen verrückten Stories von Christian aus Mexiko und den USA, die ersparen wir euch mal lieber. Aber wir haben auch so genug zu bereden. Was wir zu bereden haben, es liegt hier auf dem Tisch. Die FIA und die FOM, also der kommerzielle Rechteinhaber der Formel 1, haben unter der Woche, also nach den Wochenenden, die ja, Konzepte für die Power Units ab 2021 vorgestellt. Ja, und wir wollen euch jetzt mal erklären, was denn da genau Sache ist. Und naja, bis 2020 geht es ja noch so weiter, wie das im Moment der Fall ist. Aber ab 2021 sollte es ja einige Änderungen geben oder auch nicht. So ganz sicher war das noch nicht, was jetzt genau passiert. Aber wir haben jetzt die wichtigsten Eckdaten für euch und auch noch ein bisschen mehr, als ja in den offiziellen Dokumenten der FIA steht. Und ja, jetzt wollen wir euch auch gar nicht weiter auf die Folter spannen. Ja, wie soll denn der neue Motor 2021 überhaupt aussehen, Christian? Oder vielmehr gesagt, können wir überhaupt Motor sagen? Dürfen wir wieder Motor sagen? Ja, es ist eigentlich eine berechtigte Frage. Power Unit, Motor, wie auch immer. Die Eckdaten sagen 1,6 Liter V6 Motor. Das, was wir jetzt eigentlich in den Motoren oder in den Autos schon drin verbaut haben, aufgeladen durch einen einzelnen großen Turbolader mit einem Energierückgewinnungssystem namens MGUK oder KERS oder wie man auch will. Das sind die Eckdaten, die der zukünftige Motor wahrscheinlich haben wird. Okay, und was ist jetzt da genau der Unterschied eigentlich zum aktuellen Motor oder der aktuellen Power Unit, wie wir sie haben? Das ist ein bisschen komplizierter, muss man tatsächlich sagen. Also der aktuelle Motor oder die Power Unit besteht aus 6 Komponenten. Wir haben einmal EIS, also Internal Combustion Engine, das, was jeder zu Hause einfach als Motor eigentlich versteht. Dann haben wir einen Turbocharger, Turbolader auf Deutsch, den kennen wir auch noch aus dem eigenen Auto. Dann gibt es eine MGUH und das ist der springende Punkt, die MGUH. Motor Generation Unit Heat, die sitzt direkt am Turbolader dran. Und dieses wunderbare Teil, das von vielen so sehr verflucht wurde, hat jetzt die Funktion, den Turbolader einmal einzubremsen. Das heißt, der Turbolader, der wird ja von den Abgasen des Motors angetrieben und den kann ich dann einbremsen mit dieser MGUH. Und was bringt mir das Einbremsen? Naja, zum einen reguliere ich die Drehzahl, was ich früher über Ventile gemacht habe. Und im Gegensatz zu damals, wo ich die Luft einfach in die Umwelt gepustet habe über die Ventile, sammle ich jetzt hier elektrische Energie an der MGUH. Das Ganze funktioniert aber sinnvollerweise auch umgekehrt, das heißt im unteren Drehzahlbereich, viele kennen noch das sogenannte Turboloch, das ich in diesem unteren Drehzahlbereich habe, in diesem unteren Drehzahlbereich kann ich durch die MGUH den Turbolader auch antreiben, also fungiert auch als Elektromotor. Und das ist der springende Punkt, der Unterschied zwischen alt und neu. Diese MGUH, die den Motor, die Power Unit so extrem kompliziert gemacht hat, die fällt jetzt weg. Gleichzeitig bleibt dieser eine Turbolader, gleichzeitig bleibt die MGUK, die wird ein bisschen stärker, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Die Batterie bleibt logischerweise und das ganze Kontrollsystem, wie diese Systeme interagieren, das bleibt auch. Also der springende Punkt ist die MGUH, die wegfällt beim neuen Motor. Okay, ja, das ist sicherlich nicht so ganz toll aus allen Gesichtspunkten. Also ein Wunderwerk der Technik war das ja nur wirklich. Aber die große Frage ist, du sagtest schon, die MGUK wird stärker, aber kann die denn die MGUK-H auch wirklich auffangen? Also haben wir am Ende nicht weniger Power jetzt doch als vorher oder wie sieht das aus? Ja, es ist eine weitere Frage, die man sich stellen muss in diesem Motorreglement. Die wird so nicht ganz beantwortet in dem Schreiben, das du ja vorhin erwähnt hast. Wir haben herausgefunden, es gibt ja keine konkreten Zahlen in diesem Schreiben, dass ungefähr die MGUK, also KERS, wie man früher gesagt hat, vielleicht sagt man jetzt in Zukunft wieder einfach nur KERS, weil es ja nur noch ein System gibt, von 120 Kilowatt auf 150 Kilowatt erhöht werden soll. Das heißt, in PS ausgedrückt, können die meisten wahrscheinlich einfacher rechnen, 163 PS waren es, über 200, also ungefähr 204 PS werden das dann wohl sein. Das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite hat man aber noch den Benzinfluss. Wir hatten bislang maximal 100 Kilogramm pro Stunde im Fluss. Das war ja so das, was die Leistung des Verbrennungsmotors limitiert hat. Da werden wir jetzt hochgehen auf ungefähr 120 Kilogramm pro Stunde. Das ist das, was wir erfahren haben. Ist aber auch noch alles nicht in Stein gemeißelt. Wenn man das dann rumrechnet, man kann ja
über den Heizwert von Benzin ausrechnen, wie viel Leistung so ein Motor ungefähr liefert. Wenn wir aktuell von einem Wirkungsgrad von 50% ausgehen, kommen wir mit den 163 Zusatz PS aktuell auf 950. Wenn wir einen Wirkungsgrad von ungefähr einmal 40% anlegen, bei 120 Kilogramm pro Stunde Durchfluss, zusätzlich zu den 204 PS, die das KERS liefert, kommen wir auch ungefähr so bei 950 PS raus. Also weniger Leistung wird es nicht. Okay, also auch höhere Benzindurchflussmengen. Heißt, können wir auch wieder mehr Sound erwarten oder müssen wir eher sogar vielleicht fürchten, dass wegen der Turbo so zu einer Art Schalldämpfer wird? Zwei Faktoren sprechen für den besseren Sound. Das war ja eines der größten Ziele, das man sich gesteckt hatte, den Sound zu verbessern. Diese 120 Kilogramm pro Stunde Maximalbenzindurchfluss liegen nicht irgendwo an, sondern es ist wahrscheinlich so wie beim aktuellen Motorenreglement, da liegen die 100 Kilogramm pro Stunde bei exakt 10.500 Umdrehungen pro Minute an. Jetzt ist es so, wir haben im Schreiben eine Zahl von 3.000 Umdrehungen, die wir mehr haben sollen mit der neuen Motorengeneration. Die Frage ist natürlich, ob wir jetzt die 3.000 auf die 15.000 hochrechnen, also dann sind wir bei 18.000, oder ob wir die jetzt auf diese 10.500 hochrechnen, die wir aktuell mehr oder weniger tatsächlich haben. Denn über diese 10.500 geht aktuell keiner so richtig drüber. Also wir haben vielleicht 12.000 mal 12.500, um beim Schalten nicht so weit zurückzufallen, aber die 15.000 werden nicht erreicht. Und wahrscheinlich ist es so, das wurde mir zumindest gesagt, dass wir ungefähr dann so einen Realwert von 15.000 Umdrehungen pro Minute haben werden, die wir regelmäßig erreichen. Und Drehzahl ist gleich Sound auf der einen Seite. Kennt man ja, die hochdrehenden Saugmotoren. Leider hören sie nicht mehr 21.000 Umdrehungen und so. Die haben einen brachialen Sound entwickelt. So wird es natürlich nicht, aber wir haben wieder auf jeden Fall mehr Drehzahl, was gleich mehr Sound bedeutet. Auf der anderen Seite haben wir diese MGUH, dieses Wunderwerk der Technik, nicht mehr. Und die MGUH war hauptverantwortlich dafür, dass der ganze Schall, der eigentlich im Auspuffsystem, im Abgastrakt vorhanden ist, geschluckt wurde, weil die Ingenieure gesagt haben, okay, Schall ist überflüssige Energie für uns, Energie, die nicht in Fortbewegung umgewandelt wird. Deswegen war die MGUH auch bei den Fans sehr unbeliebt. Dadurch, dass die weg ist, können wir damit rechnen, dass die Pop-Up-Ventile wieder häufiger geöffnet sind und dass der Sound deutlich besser wird. Ja, nochmal zurück zur Leistung. Also einerseits, okay, die Leistung könnte sich so ungefähr halten. Andererseits, die MGUH fällt zwar weg, okay, da wird es leicht, aber die Spritmengen steigen ja wieder, wenn die Durchflussmenge höher wird. Ja, wie sieht das insgesamt aus mit dem Thema Gewicht? Werden die Autos leichter, schwerer? Müssen wir da irgendwie jetzt langsamere Rundenzeiten erwarten? Rundenzeiten ist noch ein ganz schwieriges Thema, weil wir auch das Reglement für die zukünftigen Autos gar nicht kennen, also chassistechnisch und so weiter. Wir haben aber ungefähr gehört bei diesem Motorenmeeting, dass wir uns 10 Kilogramm einsparen können. Also aktuell sind die Motoren ja ein ziemlicher Gewichtstreiber, deswegen sind die Autos auch so schwer. Die neuen Motoren durch den Wegfall der MGUH sollen ungefähr 10 Kilogramm leichter werden. Wir haben wahrscheinlich einen größeren Energiespeicher, also eine größere Batterie, die aber auf Stand der Technik gebracht wird. Da haben wir aktuelle Regelungen, die nicht leichter machen im aktuellen Reglement. Das heißt, da wird ein bisschen was eingespart, Wegfall der MGUH, dadurch 10 Kilogramm leichter. Was natürlich jetzt beim Rennstart entgegenwirkt, ist natürlich, dass wir mehr Benzin verbrauchen. Das heißt, wenn das Nachtanken weiterhin verboten ist, haben wir am Rennstart mehr Benzin, das wir drin haben. Das heißt, die Autos sind dann zu Beginn des Rennens auch tatsächlich schwerer, weil du auf die Rundenseiten gerade zu sprechen gekommen bist. Dadurch, dass wir die MGUK oder KERS oder wie auch immer, vielleicht einigen wir uns jetzt auf KERS, dass wir das durchziehen. Passt ja letztlich, ja. Das wird natürlich rundenzeitoptimiert eingesetzt. Und entscheidender Punkt, es wird vor allem von den Fahrern eingesetzt. Also das heißt, wie früher zu KERS-Zeiten, als der Fahrer dann diesen Extra-Boost für diese 6,67 Sekunden hatte. Damals waren also er entscheidet frei. Genau, damals waren es auch nur 80 PS. Das soll jetzt auch wieder frei werden. Früher war das ja alles geregelt von der Motorelektronik. Da hatte der Fahrer eigentlich überhaupt keinen Einfluss, kann man sagen. Das waren alles die Ingenieure, die daheim getüftelt haben, wie man das rundenzeitoptimiert einsetzen kann. Das soll wieder alles dem Fahrer obliegen. Und das Tolle ist, er soll sich diese Energie auch für mehr Runden aufsparen können. Das heißt, nicht mehr rundenzeitoptimiert einsetzen. Rundenzeitoptimiert heißt, am Anfang der langen Geraden verwende ich sehr, sehr viel. Am Ende dann nicht mehr so viel. Auf jeder einzelnen Gerade. Das heißt, so habe ich die rechnerisch niedrigste Rundenzeit. Im Rennen brauche ich das aber nicht immer, denn ich habe zwei Kämpfe. Und da kann sich jetzt ein Fahrer die Energie aufsparen und über Runden hinweg anders einzahlen. Das heißt, Alonso zum Beispiel, der mal ganz gerne als cleverer Fahrer bezeichnet wird,
Der kann vielleicht überlegen, okay, ich habe nicht die maximale Power von allen im Feld, aber dafür im Rennen teile ich mir die ein bisschen besser ein als mein Gegner und überhole somit. Also ein bisschen wie an der PlayStation, einfach so drückst Knöpfchen und fährst richtig vorbei. Boost, Boost, Overtake-Button, wie auch ja. immer. Aber tatsächlich ist es so, der Fahrer wird mehr gefordert vom Köpfchen her. Und wie viele Motoren sollen es dann überhaupt werden? Also dieses Jahr haben wir ja von allen Teilen nur vier, nächstes Jahr werden es dann noch weniger. Wie werden es dann 2021 sein? Auch da haben wir in dem Schreiben keine konkrete Zahl oder gar eigentlich diesbezüglich gar keine Information. Ich habe jetzt gehört, es wird ungefähr 6 bis 8 Motoren geben. Das heißt, es ist mal mindestens doppelt so viel, wie wir 2017 dann haben oder 2018 haben werden. Die Sache ist, warum will man mehr? Man sagt ja immer Kostenbeschränkung und so weiter. Tatsächlich ist es nicht so, dass ich sage, wenn ich weniger Motoren habe, dass es auch weniger kostet. Denn ich muss die Sachen auch entwickeln. Die Entwicklung ist deutlich kostspieliger, wenn mein Motor länger halten muss, weil dann muss ich diese Prüfstände länger besetzen, dann dauert ein Prüfstandszyklus deutlich länger und die Fertigung von diesen wenigeren Motoren ist auch deutlich teurer, weil ich andere Toleranzen habe und Beschichtungen brauche, ganz spezielle Beschichtungen, ganz aufwendige, teure Beschichtungen, damit mein Motor überhaupt so einen Lebenszyklus aushält. Okay, also ist im Grunde der ja, etwas abgespecktere Motor, der dann vielleicht mal schneller kaputt geht, baue ich lieber ein, zwei mehr, als dass ich diesen einen super perfekten baue. Genau, so kann Okay. man es vielleicht Ja. ganz gut ausdrücken. Ja, sehen wir denn dann auch vielleicht wieder mehr Motorschäden, also so richtige Motorschäden mal wieder, wie man es früher kannte, mit richtigen Wolken. So, ich meine, Sato war es, glaube ich, mal in Monaco, der dann das ganze Fürstentum eingenebelt hat. Ja, wir kommen jetzt gerade aus Mexiko, da haben wir auch ein paar spektakuläre Motorschäden gesehen, zumindest bei Ja, Renault. oder auch bei Renault, bei Hülkenberg den einen, wo wir gar Genau. nichts gesehen haben, wo es einfach nur die Batterie war. Die Frage ist, ob es wirklich nur tatsächlich die Batterie war oder ob man nicht einfach an den vielen tausend Sensoren erkannt hat, dass gleich irgendwas Oder passiert und so, dann ja. lieber sagt, halt mal lieber an. Das ist die Frage auch beim neuen Motorenreglement, wie viele Sensoren es geben wird, denn die Masse der Motorschäden sieht man ja tatsächlich schon zuvor in den Daten. Funktioniert übrigens auch so, dass wenn ein Formel-1-Auto auf der Strecke fährt, zu Hause in der Fabrik Prüfstände stehen, die 1:1 genau das gleiche machen, was der Rennmotor hinten im Auto macht. Und da kann man dann viel mehr Sensoren noch anbringen, weil die Sensoren haben natürlich auch ein Gewicht, die interessieren mich auf dem Prüfstand nicht. Und da sehe ich viel mehr daran, als ich schon im Auto ohnehin habe. Und da zeichnen sich dann Motorschäden ab und so weiter. Und dann hole ich das Auto davor rein. Also ich glaube, um ehrlich zu sein, nicht, dass wir weniger Motorschäden oder mehr Motorschäden sehen werden, zumindest mit viel Rauch, weil es schon in der Diagnostik früh erkannt wird. Die Frage ist natürlich, wie werden diese Prüfstände auch eingeschränkt? Denn, das wissen wir auch, jetzt haben wir aktuell sehr, sehr viele Reglementierungen, wenn es um die Chassisentwicklung geht. Für den neuen Motor soll es auch Reglementierungen bei der Entwicklung geben. Also das heißt nicht nur, jetzt wenn wir es auf Mercedes beziehen, das ist immer ein sehr schönes Beispiel, nicht nur Brackley muss ich dann an Beschränkungen halten, an Windkanalbeschränkungen, CFD-Beschränkungen und so weiter, sondern auch Brixworth, da wo die Motoren hergestellt werden. Okay, ja. Und wie schaut es aus mit Einheitsteilen? Also da gab es ja zuletzt immer große Diskussionen, dass die einen meinten, ja, wir drohen sogar irgendwie mit Ausstieg, wenn da zu viel vereinheitlicht wird, wenn wir nichts mehr selbst entwickeln dürfen, keinen Performance-Vorteil uns mehr erarbeiten dürfen. Ist es jetzt so gekommen, dass alles gleich ist oder darf noch entwickelt werden? Das war genau ein entscheidender Punkt. Du hast ja schon angedeutet, auch wurde mit Ausstieg gedroht. Sergio Marchionne hat mir ins Gesicht gesagt, so ja, wenn wir den Stockmotor, also einen Einheitsmotor haben, dann viel Spaß. Solange ich da bin, also Sergio Marchionne, solange wird es das nicht geben bei Ferrari in der Formel 1. Tatsächlich war das so ein Bereich, wo man sich auf einer Gratwanderung befunden hat, seitens der FIA und seitens der Formel 1. Denn Einheitsteile machen den Motor einfach einfacher von der Technik her und billiger. Auf der anderen Seite wollen natürlich große Hersteller wie Mercedes, Renault, Ferrari keinen Einheitsmotor, weil sie wollen zeigen können, dass sie technisch was liefern können, was andere nicht liefern können. Jetzt stand schon mal eine sogenannte Short Engine im Raum, also das heißt ein Verbrennungsmotor, bei dem ab Kurbelwelle abwärts alles einheitlich ist. Das ist nicht gekommen. Vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung: Short Engine, Kurbelwelle abwärts, das heißt, es sind alles Bauteile, die jetzt nicht unbedingt performance-relevant sind. Darauf hat man sich geeinigt, kommt nicht, oder das heißt geeinigt, zumindest in diesem ersten Vorschlag mal von FIA und FOM, heißt, das kommt nicht. Es gibt aber eine Einheitsbatterie, die soll auf jeden Fall kommen. KERS soll den einzelnen Herstellern obliegen, also das heißt,
da Ferrari, Mercedes und Co. dürfen die weiterentwickeln. Auf Seiten des Motors wird noch ein bisschen hin und her geschoben. Ein paar Nebenaggregate sollen vielleicht vereinheitlicht werden, die auch nicht unbedingt Leistung bringen oder leistungsrelevant sind. Und beim Turbomotor soll es Restriktionen geben und es soll generell beim Motor ein bisschen mehr noch Einschränkungen geben, was erlaubt ist und was nicht. Also das ist so ein bisschen die Gratwanderung. Einheitsteile nicht unbedingt, aber dafür ein bisschen mehr Restriktionen, dass es Okay. ähnlicher wird. Sind die wichtigsten Komponenten letztlich dann schon auch im Groben frei zu entwickeln? Genau, das Also, heißt, wo Ferrari draufsteht, ist auch Ferrari drin im okay. Wesentlichen. Ja, oh, das ist natürlich gut. Ja. Kommen wir nochmal zurück zum Benzin. Da hatten wir die Durchflussmengen ja schon besprochen. Da gab es auch so teilweise Diskussionen, dass da auch überall das Gleiche drin sein darf oder soll. Kommt jetzt wohl auch nicht so. Tatsächlich seit der Hybrid-Ära 2014 ist ja Benzin ein relativ großer Bestandteil der Entwicklung. Man sieht es auch auf den Autos, da ist ja der ein oder andere Sponsor drauf und das sind tatsächlich nicht nur Sponsoren, sondern Technologiepartner. Da geht es um Schmierstoffe, da geht es aber hauptsächlich um Benzin. Und weil das so ein teurer Bereich ist für die Entwicklung, weil die Motoren unterschiedlich auf unterschiedliche Benzinarten abgestimmt werden müssen, kalibriert werden müssen, hat man gesagt, wir können doch einfach ein Einheitsbenzin machen oder keine Entwicklung am Benzin zulassen und fertig und schon sparen wir uns wieder so und so viele Millionen in der Entwicklung. Gute Idee, aber natürlich schlecht für die Teams, die nicht nur Partnerschaften oder nicht nur technologische Partnerschaften daraus ziehen oder einen technologischen Vorsprung, sondern auch Geld. Denn wenn da so ein Logo von irgendeinem Benzin Lieferanten oder Öllieferanten oder was auch immer auf dem Auto drauf ist, dann bringt das richtig, richtig viel Geld. Vor allem bei Mercedes und Ferrari sind die Partner sehr präsent. Da hat man sich dann dagegen gewehrt, hat gesagt, so, ja, nee, das würde uns so und so viele Millionen kosten, das können wir nicht machen. Red Bull in dieser Saison ja auch einen ganz großen Sponsor, McLaren. Also das heißt, es würde sehr, sehr viele Teams betreffen und das Budget da einschneiden. Und dann hat man gesagt, okay, wir lassen euch die Benzinentwicklung schränken die aber ein. Das heißt, weniger Formulaturen, das kommt ja schon mit dem Öl auch, dass weniger Spezifikationen erlaubt werden im nächsten Jahr, aus anderen Gründen. Aber beim Benzin wird es wahrscheinlich ähnlich. Das heißt, es wird strengere Vorgaben geben, was erlaubt ist, obwohl das jetzt schon relativ streng ist, und weniger verschiedene Formulaturen während der Saison. Okay, also letztlich können alle erstmal ihr Zeug behalten, wie sie es haben, und ihre tollen Promotion-Events dann auch weiter fortführen. Das ist ja für die Teams auch Genau. wichtig. Der Motor ist so wie der Mensch. Dir schmeckt ein anderes Bier als mir, also kann man es vielleicht ganz gut vergleichen. Das ist wohl wahr. Ja, gibt es denn noch irgendwelche anderen großen Änderungen für die Teams, was sich sonst vielleicht noch tut? Erleichterungen vielleicht oder irgendwelche Nachteile? Ja, die Teams waren ja erstmal bei den vielen Motoren-Meetings gar nicht mal involviert. Es ging ja nur um die Hersteller, weil Motor tatsächlich, muss man sagen, die Teams nicht so extrem betrifft. Betreffen tut sie es beim Zahlen und betreffen tut sie es beim Einbauen. Beim Bezahlen, also Zahlen haben wir da jetzt erstmal noch gar nichts drin, wie viel die Teile kosten werden. Darauf kommen wir aber später noch ganz kurz zu sprechen. Für die Teams soll sich aber trotzdem was verändern und zwar soll es für sie viel einfacher werden, Motorhersteller zu tauschen. Denn das große Problem auch von den Power Units ist auch, dass die Teams diese Power Units extrem in das Chassis integrieren müssen. Das heißt, ich muss bei der Entwicklung schon wissen, wie die Power Unit aussieht, mit welcher Power Unit ich fahre, damit ich die performance-technisch am besten integrieren kann. Ich brauche Kühlbedarf. Der Kühlbedarf ist extrem schwierig, weil ich die Kühler unterschiedlich angebracht habe bei den verschiedenen Herstellern. Manchmal habe ich mehr im Seitenkasten, manchmal habe ich mehr in der Airbox und so weiter. Gleichzeitig soll es da Schnittstellen geben an den Motoren, dass ich sage, jeder Hersteller muss sich daran halten, was mir zum Beispiel als Sauber jetzt dann den Vorteil bringt. Ich kann einfach Motorhersteller wechseln und weiß schon, bevor ich überhaupt die Daten vom einen habe, das wird identisch sein. Also Schnittstellen kompatibel, wie wenn ich sage, USB oder irgendwie so ein Lightning-Ding von einem Handyhersteller. Ich habe gewisse Standards, darauf kann ich mich verlassen. Macht alles einfacher. Also Power Unit wird künftig auf der Europalette ausgeliefert. So, tatsächlich gibt es jetzt schon solche Schnittstellen mit dem Hintergedanken, die auch relativ gut transportieren zu können. Oh, ja, gut. Ja. Ja, und du hast schon angesprochen, es gibt ja, oder das Treffen letztlich oder diese Präsentation war vor allem für die Motorenhersteller, vielleicht weniger für die Teams an sich. Aber gibt es dann jetzt auch ja, die Möglichkeit, dass wir noch ein paar neue Motorenhersteller sehen werden künftig? Das ist die entscheidende Frage. Das war ja auch eines der größten Ziele. Man will einen unabhängigen Motorenhersteller. Ein unabhängiger Motorenhersteller heißt, dass jemand Motoren produziert und entwickelt, der aber nicht mit seinem eigenen Werksteam vertreten ist. Jetzt haben wir ja vier Motorenhersteller. Wir haben Mercedes, wir haben Ferrari, wir haben Honda und wir haben Renault. Honda ist so, naja, es gab ja jetzt dieses Honda-Werksteam mit McLaren, aber letztendlich ist es kein richtiger unabhängiger Hersteller, wenn man so will.
Ferrari, Mercedes, Renault, braucht man nicht drüber reden, die haben ganz normale Werksteams, die auch so heißen. Red Bull hat sich jetzt, also vor allem Red Bull hat sich jetzt daran gestört, man will einfach einen Motor, der konkurrenzfähig ist und den will man sich selber aussuchen können. Man will nicht einen Mercedes-Motor, den man eh nicht kriegt, aber hätte man den Mercedes-Motor bekommen, wäre immer der Verdacht im Raum gestanden, man kriegt anderes Material und so weiter. Man ist nicht Kunde, nicht 1A-Kunde, sagen wir es mal so. Deswegen wollte man unbedingt einen unabhängigen Motorenhersteller. Jetzt war es so, bei diesen Meetings waren mit dabei Cosworth, die kennen wir noch sehr gut aus der Formel 1, Mario Illien für Ilmor, den kennen wir auch noch sehr gut aus der Formel 1. Zusätzlich waren noch Porsche mit dabei, Aston Martin saß am Tisch und zuletzt auch Wu Stefano Domenicali für Lamborghini. Also gut, vielleicht können wir Porsche, Lamborghini mal in ein Haus werfen für den VW-Konzern. Mhm. Bei Porsche wissen wir, es wird entwickelt im Hintergrund noch an einem Formel-1-Motor, den man vielleicht intern nicht so nennen will, Formel-1-Motor, aber Hochleistungsmotor. Die Katze aus dem Sack wollte man auch beim letzten Meeting auf der Seite nicht. Also das heißt, Porsche ist immer noch so in der Schwebe, da will man vielleicht noch ein bisschen abwarten. Ilmor, habe ich gehört, die sollen raus sein. Also für die ist auch das aktuelle Reglement nichts oder das kommende Reglement. Interessant wird es hingegen dann tatsächlich bei Cosworth und bei Aston Martin. Bei Aston Martin haben wir gehört, ja, die wollen einen eigenen Formel-1-Motor bauen. Insider sagen uns aber eher unwahrscheinlich. Dafür haben die das Know-how nicht ganz so. Aber da könnte es zu einer Allianz vielleicht kommen aus Cosworth und Aston Martin, die dann vielleicht letztendlich im Red Bull landen. Also das könnte so eine Dreierallianz werden, ganz interessant. Aber wir haben die Problematik, dass die Motoren, auch wenn sie vereinfacht sind, auch wenn die MGUH fehlt, immer noch nicht gerade preiswert sind in der Entwicklung. Wir haben im Jahr 2018 vorgeschriebene Lieferkosten von 12 Millionen Euro pro Team. Das sind die billigsten Power Units, die wir je hatten. Klar, die V8-Motoren waren noch ein bisschen billiger. Aber wenn ich mir jetzt überlege, 12 Millionen Euro von dem Team, da müsste ich schon sehr, sehr viele Teams beliefern und sehr, sehr lange Zeit, damit sich da die Entwicklungskosten wieder rechnen. Rein als, wenn ich das jetzt rein als unabhängiger Hersteller sehe. Wenn ich das natürlich mit Marketing und so weiter verrechne, ist das was anderes. Rein als unabhängiger Hersteller ist es immer noch finanziell nicht unbedingt lohnenswert. Und wie schaut es mit den bestehenden Herstellern aus? Also wenn die neuen angelockt werden und die scheinbar so Interesse zeigen, finden die Alten das dann auch so gut, was sich jetzt alles insgesamt getan hat? Oder wie steht es um die? Das ist natürlich die große Frage. Man hat ja diesen Spagat jetzt irgendwie gefunden, um auf der einen Seite die Hersteller, die aktuell in der Formel 1 involviert sind, zufriedenzustellen, auf der anderen Seite, um neue anzulocken. Jetzt sagen aber die aktuellen, die MGUH war ein Meisterwerk der Technik. Das war das Ding, das uns die komplette Effizienz des Verbrennungsmotors gebracht hat. Ohne die ist das natürlich in Anführungsstrichen mal wieder Steinzeit im Vergleich zu den Power Units, die wir jetzt haben. Gleichzeitig sagen sie, der komplette Motor muss damit redesigned werden, auch wenn bestimmte Parameter wie Zylinderbankwinkel, Bohrung und so weiter, selbst wenn die bestehen würden, müssen wir was komplett Neues entwickeln und das kostet viel Geld und das schmeckt uns eigentlich gar nicht. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass die Hersteller, die wussten schon einigermaßen, was auf sie zukommt. Und meiner persönlichen Meinung hätten sie auch einen neuen Motor oder sehr, sehr viel neu entwickeln müssen, wenn die MGUH geblieben wäre, aber die Drehzahl und damit Benzindurchfluss gestiegen wäre. Ich glaube, dass sie einen extremen Aufwand jetzt nicht haben, weil eher was wegfällt, als das dazukommt durch den Wegfall der MGUH. Ich glaube, das ist jetzt nur ein bisschen Säbelrasseln, denn die Verträge, die kommerziellen Verträge für 2021 und später, die werden ja aktuell auch ein bisschen verhandelt. Es gibt ja noch ein Meeting mit Cost Cap und so weiter. Und ich glaube, da will man sagen, ja, so ganz zufrieden sind wir mit diesen Motorenregeln nicht. Da müsst ihr uns jetzt vielleicht da oder da entgegenkommen. Letztlich glaube ich, dass die meisten aktuellen Hersteller, auch wenn sie es jetzt so nicht sagen, ganz gut damit leben können. Und um da vielleicht nochmal den Bogen zu spannen zwischen aktuellen und möglicherweise zukünftigen Herstellern, es gibt erstmals auch, ja, Testbeschränkungen haben wir auch schon kurz angesprochen, die soll es auch tatsächlich geben in der Entwicklung. Deswegen hat man jetzt noch nicht die kompletten Spezifikationen verraten von diesem zukünftigen Motor, sondern hat dann noch erstmal die Basisparameter genannt. Die wichtigen, die dann für die Entwicklung wirklich notwendig wären, die hat man noch gar nicht genannt, die kommen erst Ende 2018, damit da jetzt noch keiner Geld ohne Ende reinbuttert, schon mal wieder komplett vorentwickelt, so wie es Mercedes bei der letzten Motor-Ära gemacht hat. Da wartet man jetzt. Für die Unabhängigen hat man genügend Preis gegeben, um sich das mal zu überlegen, um vielleicht auch mal mit Einzylindermotoren zu arbeiten. Das sind die sogenannten, das sind die Prüfstände, mit denen man arbeitet, diese Einzylindermodelle.
aber noch nicht genügend, um da jetzt schon für alle richtig Geld rauszublasen. Okay. Ja, ich denke, dann haben wir soweit alles abgedeckt, was das, ja, die Vision hergibt. Eine klare Entscheidung war das ja noch nicht, was jetzt genau kommt. Aber im Groben und im Wesentlichen war es das mit dem Rahmen. Ja, wir hoffen, ihr seid gut informiert. Und ja, sagen einfach mal bis zum nächsten Mal. Und ja, vergesst auch nicht, wie immer, unten ein Gefällt mir da zu lassen und unseren Kanal zu abonnieren. Ja, und tobt euch natürlich auch gerne in den Kommentaren aus. Wir freuen uns immer über eure Meinung. Ja, was haltet ihr von dem ganzen Thema Power Units 2021?